Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Prey Mooncrash. So ab und zu spiele ich das mal gerne, schiebe ich das mal gerne zwischendrin. Und es gibt ja noch einige Dinge, die ich noch nicht gemacht habe, nämlich die ganzen Kampagnenziele. Und ich guck mal, ob ich jetzt hier was finde. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, das Mimic-Portal. Ich meine, wo ich mich halt noch nicht so gut umgeguckt habe. Das sind die Labs. Also die Quartiere, da kenne ich mich jetzt einigermaßen gut aus. Da ist kein Mimic-Portal. In Moonworks, da war ich eigentlich auch schon überall. Bleiben also noch die Labs. Da war ich noch nicht überall, aber da war es dann auch irgendwie immer zu gruselig. Die Beschädigungsstufe, sie geht sehr schnell. Erhöht die sich. Wo ist denn jetzt der Weber hin? Okay, hat er das schon immer gemacht? Warnung! Blutung! Ärztliche Hilfe! Empfohlen. Der hat das doch noch nie gemacht, dass der da rumläuft. Alter! Hat er noch nie gemacht, dass der auf den Stein draufläuft? Hat die das geändert? Oder ist das jetzt, weil es halt noch schwieriger geworden ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mal heilen. Überlebe ich das hier nicht? Meine Güte. So, ach, kann ich die Blutung irgendwie stoppen? Nee, T-Ration. Ich habe nur Psy-Hypo. Ich habe natürlich nichts gegen Blutung. Ja, jetzt kriege ich natürlich immer Schaden, wenn ich sprinte. Oder wenn ich hüpfe. Boah, keine Ahnung. Eigentlich kann ich den Run schon vergessen. Eigentlich kann ich schon wieder von vorne anfangen. Weil so viel Heilung ist ja Wahnsinn. Und natürlich komme ich da nicht rein. Wo denn? Ach, da. Okay, naja, gut, das kann ich vergessen. Alter, ey. Das ist schwierig. Warum sieht der mich denn hier? Der dürfte mich eigentlich gar nicht sehen. Krass. Boah, und die Blutung ist echt übel. Also eigentlich habe ich schon verloren. Eigentlich hatte ich verloren, als der mich angegriffen hat. Ich krieg die da nicht weg. Müsste die halt auch echt erstmal killen. Okay, der kommt hier hoch. Vitalwerte kritisch. Und meine Medkits sind fast weg. Na gut, ich gehe jetzt mal hier rein, aber. Ich weiß natürlich nicht, wie lange ich überlebe. Kann doch gar nicht wahr sein. Also da gehe ich nicht rein. Volunteer Preparation, das da könnte ich mal nehmen. Okay. Das könnte ich auch nehmen. Schön. Geht's denn da lang? Okay. Ja, aber da werde ich auch nichts finden. Ich brauche wirklich eine
Medizinische Station, aber ich verstehe nicht. Okay, die können da nicht durch. Nee, die können da nicht durch. Oder doch? Komme ich nicht rein. Aber hier ist auch keine medizinische Station. Das sind nur die Zellen von den Volunteers. Also den vermeintlichen Volunteers. Na super. Eieiei. Ich kann natürlich immer versuchen, mich hier so ein bisschen zu heilen, aber das mit der Blutung ist echt übel. So. Reaktiviere Tore. 3, 2, 1. Das war dumm von mir. Ich auch schon wieder vergessen, dass die Dinger explodieren. Ach, was habe ich denn jetzt bei meinem Status noch? Habe ich irgendwie eine Kopfverletzung? Natürlich sein. Ja, der ist so ein bisschen benebelt. Was macht denn der Begleiteroperator da? Der ist komplett ausgerastet. Andrios Alekna, sind wir das nicht? Wir sind doch Andrios. Oh je, ich glaube, das wird nix, dieser Durchlauf. Der wird einfach mal nix. Also ich komme da auf jeden Fall nicht rein. Da wäre so ein bisschen Heilung drin. Nützt mir jetzt aber auch nichts. Na komm, dann gucken wir mal weiter. Dekoratives Psychoskop. Okay, das nützt mir nichts. Typhon Sciences. Escape Pods. Na, aber die werden nicht funktionieren. Aber hier könnte man vielleicht auch mit dem Escape Pod raus. Oh, ein Medkit. Sehr gut. Fluchtkapseln. Sieht alles ziemlich demoliert aus. Ja, Beschädigungsstufe. Nett, nett. Okay, da ist so einer. Ah, lad doch nicht nach. Meine Güte. Das ist Timing. Das ist kein gutes Timing. Ach, kommt der da durch? Okay. Okay. Eieiei. Also ich werde jetzt eh nichts reißen in der Runde. Aber ich kann wenigstens mal wieder neue Bereiche erkunden. Sagt er mir da was von dem Shuttle? Okay. Warnung, Anzug wurde beschädigt. Okay, Waffenfehlfunktion natürlich. Boy, ist das heftig. Moment. Haut natürlich auch einfach ab. Das Mistviech. Ich ihn erwischt oder nicht? Doch, Telepath. Oh, Zeitschleife. Hat der einfach mal. Ich habe ihn erwischt. Komm, verwende ich das mal. Ich bin halb tot und ansonsten aber ganz guter Dinge. Entdeckt. So, jetzt bin ich hier zumindest schon mal alle Teile.
Pfeifen los, aber nützen tut mir das natürlich auch nichts. Okay, hier ist ein Recycler, das war's. Aber es gab ja noch mehr Bereiche, denen ich noch nicht war. Das Tentakelnest. Ach so, ja. Das hat's vollgebracht. So. Isolation Chamber. Fehler. Glukanone verbessert. Ja. Schauen wir uns das mal an. Wo liegt das Problem? Der Mimik, den Sie mir gebracht haben, mit dem stimmt was nicht. Er bewirft mich andauernd. Mit Schuhen. Wenigstens schöne Schuhe? Ich mein's ernst. Als ob er irgendwohin Löcher reinschlägt in ein Universum der Schuhe. Keine Ahnung. Was ich sagen will, mit entsprechenden Typhon-Fähigkeiten und einer starken Verbindung zum Beispiel zu... Zu einem Ort auf der Erde. Das ist das Portal. Ja, genau. Okay. Ich glaube, dann könnte man eine Tür öffnen. Vielleicht sogar hindurchgehen. Das wäre eher so, als würde man durch einen winzigen Strohhalm gezogen. Ich glaube, ich könnte den Eindämmungsschild zum Stabilisieren des Mimics anpassen. Dafür bräuchten wir aber Rileys Erlaubnis. Und? Worauf warten Sie? Ich bin im Labor. Repariere die Türsteuerung des Eindämmungsgeräts. Hacke das Arbeitsterminal, mit dem das Mimic-Experiment gesteuert wird. Aber ich kann ja nicht reparieren und hacken, dann muss ich doch erst... eine Art Raumzeitanomalie, die ich nicht ganz verstehe, aber wer auch immer das aufgebaut hat, dachte, dass er den Mimik dazu bringen könnte, ein Portal zur Erde zu öffnen. Nichts repariere, kann ich diese Mondbasis verlassen. Der kann fliegen. Aber der kann niemals hacken. Das heißt, mit dem bin ich hier sowieso falsch. Okay, dann muss ich das Ganze aber nochmal zurücksetzen. Das wusste ich ja nicht. Autsch. Ja, ich brauche Reparatur 2 und Hacking 2. Vorher kann ich gar Vorsicht. Nichts machen. Ja, was mache ich denn dann? Ich meine, ich könnte jetzt versuchen, noch irgendwie mit dem hier zu entkommen, weil dann gibt's natürlich auch wieder Geld. Och nee, nicht schon wieder Fehlfunktion. Ist überhaupt noch eine Waffe? Nö. So, ganz ruhig und entspannt. So. Guten Tag, Pythias. Morgen nach Ende der zweiten Schicht hält Dr. McAllister einen Vortrag über die Eigenschaften von potenzieller, transpositionaler Fortbewegung und Mondregolithenverdrängung einiger Typhon-Spezies. So. Schaui. So, und jetzt habe ich natürlich ein Problem. Sicherheitsoperator. Weil die mir jetzt natürlich Ärger machen. Ich an denen fast nicht vorbeikomme. Die haben auch eine unglaubliche Range. Schon heftig. Unfassbare Range. Okay.
noch mehr Operatoren. Operator-Einsatz fortsetzen. Ich habe sie gefunden. Okay, aber hier ist alles kaputt. So, ich muss einfach mal rennen. Okay, hier ist alles, hier ist der Strom ausgefallen. Ob ich das schaffe mit einem Lebenspunkt? Na, ich erhole mich wieder ein bisschen. Okay, ich hab's geschafft. Naja, immerhin. Jetzt weiß ich, wo das Mimikportal ist und jetzt weiß ich, was zu tun ist. Das ist ja auch schon mal was. Aber ich muss halt mit ihm durch das Mimikportal entkommen. Es reicht nicht, wenn ich mit irgendeinem Charakter entkomme. Okay. Aber wenigstens nicht gestorben, obwohl ich wirklich immer kurz davor war. Naja, hat doch Spaß gemacht. War ziemlich actionreich. Dafür habe ich sogar relativ wenige Punkte. Die hat Hacker? Aber die kann ich reparieren, oder? Die hier kann doch reparieren. Das heißt aber, ich muss erst... Okay, aber dann kann man ja bei dem das erst machen, wenn man sie freigeschaltet hat. Das ist ja auch krass. Ja gut, das springt dann so ein bisschen hin und her. Das war ja unser erster Charakter. Braucht es sie, um das zu hacken, damit er dann entkommen kann? Ja, jetzt wird's richtig kompliziert. Würde natürlich schon gerne hier mal wieder so ein Kampagnenziel abschließen, aber ja, Spaß macht's trotzdem. Vor allem, wenn man fast am Sterben ist und dann trotzdem noch entkommen kann. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal. Sagt der Leu.